So, dann habe ich noch. Ich denke, ich ziehe eine Attacke vor und mache die auf den Geisterpirat Answin. Ja, ihr könnt allesamt jetzt auch rufen und fluchen hören, was wohl aus dem, nicht aus dem Unterdeck, sondern da wäre wohl bei euch das Alchemistenlabor, so ganz grob von der Stelle. Könnt ihr jetzt fluchen und rufen hören? Alchemistenlabor? Nee, also an der Stelle, genau an der Stelle des Geisterschiffes, wo bei euch theoretisch das Alchemielabor wäre. Ah, okay. Aber auch das Loch klafft. Aha, okay. Da könnt ihr es jetzt hören. Okay. Ich versuche einen Achterwuchtschlag. Und der klappt. Gegen, du hattest gesagt, gegen Answin. Answin. Ja, gegen Answin. Hier macht er am Answin einhaut. Er macht Schaden, er pariert nicht, er ist ein Geist. Das sind 19. Ja, 19. Gut, das reicht. Wie viele greifen mich dann an diese Runde? Moment. Kann Answin entfernen wir einfach mal. Dann haben wir zwei für dich, die umwandeln sind vier. Die beiden, oder? Okay, dann versuche ich schneller zu sein. Und mach das gleiche nochmal auf den nächsten. Drei würden treffen. Darf ich das überhaupt wissen? Ja, natürlich darfst du das wissen. Okay, das ist 18 und der Schaden. 12 plus 8, das sind 20 auf den nächsten. Dann nehme ich dir noch eine Schädelmaske weg. Zustand tot. Gut, und ja, dann noch auf den dritten. Den dritten Angriff machst du auch noch? Ja. Ja. Und auch der ist gelungen. Auch mit der Erschwernis zusätzlich durch das Umwandeln? Ich habe keine Erschwernis durch Umwandeln. Ich habe Kampfgespür und Klingentänzer und alles, was gut und BHK2, teuer was ja ist. das eigentlich Wichtige ist. Danke. BHK2 nimmt DDR-Erschwernis. Gut. Dann sind das wie viel Schaden? Müsste auch reichen, ne? Wenn ich das schon gewürfelt habe, dann 20. Ja, reicht auch. Dann ist auch der Knochenvogt tot. Zulamin sieht sehr erleichtert aus und hält Ausschau nach denen, die weiter wegstehen und irgendwelche beweglichen Dinge auf uns geworfen haben. Jetzt wird erstmal Boltax angegriffen von zwei Viechern. Entschuldigung, das waren nur die ersten. Einer trifft, drei treffen. Drei treffen Jo. Boltax. Dann bitte einmal den Schaden. Ja, wieder 1, 2, 3 sind einmal 8, einmal 7 und einmal 4. Alles Ausdauerverlust. Und dann haben wir die Geisterpiraten hier, haben wir schon gemacht. Obermatt wortlos stürmt auf Serpentilio zu und der Horasia auch. Ach wirklich, ich hab den doch gar nichts getan. Du bist auf ihrem Schiff. Sind vier Angriffe gegen dich. Ich warte, ich lass Einer mich was. trifft. Habe ich noch eine Aktion? Lass mich was messen. Ich habe noch eine Aktion. Ist eine Kampfrunde, Ich kann oder? versuchen, das. Nein, ist nicht. Nee, Ich ist kann keine. versuchen, das zu parieren. So. Eins. Oh, mein Junge! Ja, okay. Du siehst, wie du angegriffen wirst und es ist Ich halte den Stab viel mehr die panisch vor Angst. mich und es ist zufällig in der richtigen, an der richtigen Stelle, um den Säbel zu fangen. Ja, genau das. Du bist selber ein bisschen irritiert davon, was du da gerade getan hast und sie schauen dich auch so ein bisschen irritiert an. Basti, nur kurze Frage. Ich habe ja noch eine Aktion frei gehabt. Ich habe hier nur einmal angegriffen. Ich würde gerne Ja. den ersten, der auf mich einprasselt, parieren. Das wäre die Das 8. kannst du machen, alles klar. Gibt es da irgendwelche Erschwernisse? Das war die einzige Frage, die Zu ich gehabt hatte. parieren, nö. Okay. Wollen wir uns mal an? Nö, aber ich pariere nicht. Also Wie viel ist okay. Ausdauer hast du noch? Ich habe noch 18, oder? 18. Lass mich. 16. 16, Sorry. okay. So, dann habe ich alle meine Geister fertig. Diamantis darf noch. Ich Siehste? wurde diese Kampfrunde gar nicht Ich angegriffen. wollte gerade sagen, ne, den Diamantis, den mache ich jetzt auch noch. Ich habe nämlich Er nur den möchte mich zweimal Knochen. angreifen. Ich greife dich zweimal an, ja.
Ja, irgendwie scheinen die Schläge ja nicht großartig viel zu bringen, weshalb ich meine Verteidigung für diese Kampfrunde aufgebe und meine Ballestrina in seine Richtung erhebe, vorziehe und... Welche denn? Die goldene? Die goldene, die ich in meiner Hand habe, richtig. Er hat nur die goldene, oder? Ich habe nur die goldene, also die eine andere habe ich am Gürtel, aber gerade nur die goldene in der Hand. Und ich möchte einen Schuss mit Ansage machen. Das heißt, ich brauche zwei Aktionen und eine Aktion geht vorher von ihm durch. Ja, die 11 würde auf alle Fälle treffen. Und dann darfst du auch direkt Schaden machen. 1W6 plus 3 sind 7, Ausdauerverlust. Okay, und ich mache dann meinen Angriff mit einer Ansage plus 10. Ich würfel einfach mal, vielleicht muss man das gar nicht berechnen. Nee, muss man nicht. Und dann mache ich... leider eine gewürfelte 8, aber macht einen Schaden von 23. Ja, du... Ein schönes magisch. Du kein hältst... Ach, sorry, Ballestrina. Du hältst deine goldene Ballestrina in Richtung des Steuermanns und also du siehst wohl auch, wie an seinem Gürtel ehemals Ballestrinas herumhingen, auch wenn sie verrostet sind. Deiner allerdings ist gut gearbeitet, höchstwahrscheinlich von Angrosch Minia. Hältst direkt vor seinen Kopf, drückst ab, du merkst es klicken, wie sich irgendwie was im Inneren löst und die Brandbronze sich entzündet in einem Höllenfeuer. Abgeschossen wird und der Kopf von Steuermann Sieghelm explodiert in einem Ektoplasma. Und im Gegensatz zu den anderen Geistern, die sterben, kannst du sein Heulen und Wehklagen hören, wie die Sphären aufgerissen werden und er in irgendeiner von den vielen Niederhöllen verschwindet. Zurück dahin, wo er gekommen ist. Ein finsteres, sinistres Lachen, was du hören kannst. Ja, man, das muss selbst seine Überraschung über die Effektivität des Ganzen wegblinzeln und das Ektoplasma, was ihm jetzt runterläuft. Was war meine Aktion? Ich hab mich vergessen, glaube ich, zwischendurch. Stimmt. Abelmir war noch nicht dran. Okay, dann Abelmir und Rodon von Dabonia. Ja, genau. Also ich, die erste Aktion, die ich benutze, ist, ich würde rufen, Baal, Pashasa, und würde meine rechte Armschiene auslösen. Liebe wirkt, dass meine Attacke um 10 Punkte und meine Ini um 10 Punkte steigt. Das wäre meine erste Aktion. Die zweite Aktion würde ich zum Verteidigen benutzen. Dann. Gut, dann greife ich dich wieder an. Ich sag mal wieder eine Finte 5 an. Das ist locker geschafft. Hättest du mal eine 10 gesagt. Ja, da komme ich trotzdem durch die Armschiene komme ich nicht durch. Ich pariere diesen Schlag wiederum und lege ihn ungefährlich für mich ab. Ja, er knurrt dich wieder an, scheint dich wie gesagt zu erkennen. Er knurrt irgendwas mit Morenes. Verräter. Ich meine, erkennt er dich mittlerweile. Hast du ihn denn erkannt? Weißt du mittlerweile, wer Rudon von Dabonia ist? Ich bin ihm in Perigrum begegnet, meines Wissens. Korrekt. Das ist der, der die anderen verknackt hat. Richtig. Das ist der ehemalige Flottenoffizier der Perlenmeerflotte. Nein, warte. Bist du ihm begegnet? Also du hast mit Rudon von Dabonia schon gesprochen im Vorfeld, bevor du Jarlan damals aus den eisernen Verliesen herausgeholt hattest. Auch Eldan Gorbas, den Weißmagier, hast du damals rausgeholt, als sie angeklagt worden sind durch den Besitz der Gezeitenspinne. Rudon von Dabonia, der gefallene Knochenadmiral. Jetzt segelt er für Paligan. Es gibt noch eine Rechnung zu begleichen. Dann bist du fertig. Diamantis ist fertig. Abelmir ist gestiegen. Rodon von Dabonia. Zulamin hat verteidigt. Nächste Kampfrunde. Wir fangen mit Serpentilio an. Stopp ich sie vor. Okay. Zwei Schläge auf dich. Ich tue gar nichts, außer mit den Knien zu schlottern. Einer das trifft. Bestätige den mal. Nicht kritisch. Ja, das ist gut. Dann gib mir vollen Schaden, Daddy. 4 sind 7 Ausdauerverlust. Ja. Wie viel Ausdauer hat Serpentilio? 28. Also. So. Nichts, wovor man sich fürchten müsste. Gut, dann habe ich zumindest die Serpentilio-Initiative schon einmal. Du okay. Darfst handeln. Ich müsste nochmal Selbstbeherrschung würfeln, oder? Nö, kannst jetzt handeln. Nö. Also, okay, in der ersten Aktion möchte ich panisch das Auslösewort für meinen Kraftspeicher vor mich hinzischen und das Ding leer ziehen. Ich ziehe es nicht wirklich leer, ich kann maximal 6 ASP rausziehen von den 7, die noch drin sind. Aber das tun. Und mit der zweiten
Nehme ich einen Stab, den ich jetzt sowieso schon in beiden Händen habe, und hau ihn einmal vor mir auf den Boden und löse den Schutz gegen Untoten aus meiner Kugel aus. Die ist eine Probe auf Klugheit, Klugheit, Charisma. Um fünf erschwert, oder? Um fünf erschwert, das ist aber trotzdem geschafft in einer 17er. Zeit für einen Schicksalspunkt. Du hast recht, chip mir die ganze Probe, ich habe keinen Bock zu rechnen. Ja, das ist sehr überzeugend geschafft. RKP-Stern rechne ich dir aus, wenn du es haben willst. Nein. Gut, was tut das? Ihr Zauber erzeugt ein silbrig schimmerndes Schutzfeld, ähnlich wie einem Guardianum von 2-Schritt-Radius, das von Wesen, denen widernatürliches Leben eingehaucht wurde, nicht betreten werden kann. Hierzu zählen Untote, Golems und Vampire, nicht aber Dämonen etc. 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 Untote können, besonders mächtige Untote können versuchen, den Schutz zu überwinden, was ihnen jedoch umso schwerer fällt, je höher die AKP-Stern sind. Keine weitere Angabe dazu, was das bedeutet. Das steht tatsächlich in meiner Macht des Lebens drin. Cool. Ja, wieder Motorikus, Sachen umwerfen und so. Genau, indirekte Angriffe, das gezielte Umwerfen eines Schrankes, das Einlösen einer Lawine sind möglich. Ja, intelligente Untote können den Geoden sehr wohl in seinen Aktivitäten behindern, bla 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 bla. No. Okay. Das hält mehrere Stunden. Mehrere Stunden. Das ist jetzt ein Radius? 2 Meter. Also 4 Schritte im Durchmesser. Also bequem für 3 Leute, die Hände halten. Serpentilo erhält dann den Stab erstmal vor sich, wie ein Stab im Grunde. Und versucht ihn ein bisschen zurückzutreiben. Ah, geht weg, während er noch 2 Fraktionen Schritt dann wie rückwärts durch die Tür stolpert. Ja, höre ich eigentlich das Kampfgetümmel vom Mitteldeck? Nee, du hörst nur das Schreien, was von unter dir kommt. Okay. Also, was heißt Schreien? Das ist eher so eine Hilfe! Menschlich. Dann Boltax 16. Ja, ich würde den wieder einmal angreifen und einmal parieren. Also, ich bin halt, wie gesagt, kein Kämpfer an dieser Stelle, aber. Hauen wir mal raus. Damit würde ich treffen. Ja, du kannst auch vorziehen. Ich habe ja noch okay. Von denen. Dann kannst du den Mundlosen, seine Zunge hat er nicht mehr. Sein Mund ist sowieso zugenäht. Du kannst ihm trotzdem schneid ihn wieder auf. Schneid ihn wieder auf. Nee, mit meiner Körperhöhe. Meiner Körperhöhe jetzt vielleicht nicht unbedingt. Dann schauen wir mal, wie viel Schaden ich mache. Ja. Es wären dann nochmal 10, ich glaube, ja, dann ist er durch. Das reicht. Dann ist der Zustand tot. Und du hast aber noch einen vor dir, Alrik und Beirik. Sie sind ein Zwillingsgeist. Ich wollte fragen, ob sie zusammengewachsen sind. Ja, aber zusammengewachsene Zwillingsgeister, sie schlagen beide zu mit dem rechten und linken Arm, aber treffen wohl beide nicht, weil sie sich da gegenseitig behindern. Das ist vollkommen in Ordnung. Du bist zu klein. Ja, Magister Kohlraub derweil fängt wohl an mit einem Ignisfero, den sie an diese Stelle setzt, und Manchesca Paligan wird sich mit ihrer Platzwunde und den Angriffen des Motorikus gütig tun. Kohlraub hat da wohl allerdings genug Zeit für den Ignisfero-Feuerball und tut Schiffsmagier-Dinge. Rafim, du stehst im Unterdeck mit einer Leiche, beziehungsweise einem sehr leichenblassen Aetilius. Werf den mir über die linke Schulter und dann suche ich einen Weg hier raus. Ja, 2 Treppen, die hier wegführen. Einmal kannst du sehen, auf der Heckseite des Schiffes führt noch eine Treppe nach oben. Oder aber, wieder im Norden von dir, da könntest du dann eben so fliehen. Ja, geh mal in den Süden. Alles klar, läufst und kannst dann ein kleines Treppenhäuschen, so wie es dann eben auf diesem Geisterschiff, dieser Trireme dann nach oben und unten führt, entdecken, was dich, zumindest ein Stockwerk schon einmal nach oben führt. Wo du jetzt weitere Rufe hören kannst und Flüche auf Torwalsch. Oh, verdammt. Ich nehme an, meine Aktionen sind durch mit Laufen, richtig? Ja, du kannst noch einen weiteren Schritt tun, wenn du möchtest. Möchtest du die Treppe weiter nach oben, ins nächste Oberdeck, oder möchtest du auf den Flur treten? Dem Fakt geschuld, dass ich nicht weiß, wo die anderen sind, gehe ich hier rum und möchte mich umgucken. Alles klar, dann kannst du die letzte Tür eintreten, die knarschend und modrig in den Flur selber reinfliegt, wenn du dann gegentrittst, und du kannst sehen, wie dort eine
eine alte Frau steht, skelettiert mit einem kleinen skelettierten, ehemals ein Katzenkörper, den sie an sich schlingt. Sie hat auch eine Balestrine, die sie rostig auf dich anlegt und abdrückt. Es kracht einmal. Und weißt du, was eine Balestrine ist? Die Balestrine schlägt neben dir, oder die Kugel, der Bolzen, was auch immer da abgeschossen wurde, schlägt krachend neben dir ein ins Holz. Nicht getroffen. Okay, das war Raffi mit der 17. Diamantes. Ja, ich habe mich von dem Schock erholt, dass der Geist vor mir einfach so zerplatzt ist an meinem Schuss, und drehe mich, mache bei der Aktion Schritt und möchte den Rudon von Dabonia stechen mit dem mondsilbernen Schwert, was ich in der linken Hand führe, dem Bandschwert von Serpentilio. Da ich mit der falschen Hand angreife und ich Linkhand habe, ist diese Angriff erschwert um 6. Du spürst, wie dein Arm mit der goldenen Balestrine auch nach oben zucken will. Als ob eine eigene Intelligenz deine Hand benetzt. Benutz mich. Ja, für die Balestrine, die hatte eine Trommel, ne? Also ich müsste nur einmal die Trommel drehen und dann ist schon kann gedreht. Ich wieder schießen. Ist schon gedreht. Einfach schießen. Ja, großartig. Dann bewege ich mich diese 2 Schritte nicht, sondern ich drehe einfach nur meinen Arm und zielsicher lege ich auf Rudon von Dabonia an und möchte wieder schießen. Selber Schuss wie vorhin, Ansage von 10. So, braucht dann wieder 2 Aktionen. Und mit der 2 ist das sogar unter 4 gewürfelt. Ja, mach mal Schaden. So, die Ansage von 10 wird nicht verdoppelt, also sind das 13, 26, 36 Schaden. Okay. Du drückst ab, ein weiteres Mal klickt es, du spürst wieder das Höllenfeuer, was im Inneren der Trommel Besitz ergreift, die Brandbronze, die beschleunigt wird, durch die kleine Mündung nach draußen gedrückt wird und mit einem infernalischen Knall explodiert das Auge von Rudon von Dabonia, sodass weiterer Schleim, Knochensplitter aus seinem Schädel nach draußen dringt. Im Gegensatz zu dem anderen Piraten, der direkt vergeht, blickt dich der Untote an. Ein Glühen, was aus seiner Augenhöhle herausdringt, und du spürst wieder ein hohles Lachen aus den Niederhöllen, und er blickt dich mit all seinem Hass, den er dir entgegensetzen kann, an und verschwindet dann. Und während er verschwindet, könnt ihr wohl spüren, wie alles um euch herum leichter und luftiger wird. Und dann werden eure Körper plötzlich schwer und ihr klatscht allesamt auf die Wasseroberfläche. Kälte umfängt euch. Und die blutige See greift mit ihren nesselnden Armen nach euch. In dem Moment sehe ich meine Verlobte. Es ist immer noch neblig, aber wenn sich der Nebel langsam nach und nach auflöst, Raffim kann sie sehen. Raffim, du klatscht die Katzenoma, die sich da vor dir materialisiert hat, all die anderen Geister, die dann einfach nur verschwinden, mit einem widerlichen Lachen, höhnisch. Könnt ihr sehen, wie bei Raffim, und das können dann auch vor allem Serpentilio, Abelmir und Diamantes erkennen, Nedja von Perikom, irgendein Matrose, irgendein Smoothie, Hasswolf, Angrosch Minia und Lachelkasch klatschen dort ebenso mit euch ins Wasser. Allerdings sind sie wohl gefesselt und kämpfen da jetzt um ihr Überleben. Ja, ich würde den Titel wegschicken und zur Stelle hinschwimmen, wo die gefesselten Geweihten vermutlich langsam untergehen. Alles klar, ich brauche bitte eine Schwimmprobe von denjenigen, die jetzt helfen wollen.
würde gerne mein Meisterhandwerk Schwimmen einsetzen. Du hast Meisterhandwerk Schwimmen? Ja, ich habe Meisterhandwerk Schwimmen. Warum höre ich da erst jetzt geklärt. Von? Das hatten wir doch schon. Also, das hat er schon lange. Wir fangen mich doch, ich denke von 12 bis Mittag. Wir fangen einfach mal mit oben an, bei Zulamin. Zulamin, was möchtest du tun? Du klatschst ins Wasser. Deine Seide wird nass, alles ist kalt. Ich versuche, bevor das Deck unter meinen Füßen verschwindet, noch die Säbel einzustecken. Und wenn ich das mitkriege, dass hier gefesselte Leute ertrinken, versuche ich zu helfen. Ja, also klatsche auf alle Fälle erstmal ins Wasser, kannst dann aber auch die Schreie hören, die wohl ja von Angroschminia kommen und Fluchen von Hasswolf und dann auch ein nicht schwimmen und dann gurgeln. Gut, Zulamin schnappt selber nach Luft vor lauter Kälte und versucht dann zu Hasswolf zu kommen, denn Hasswolf ist die größte Hilfe. Das kann natürlich sein, ja. Schwimmen 4 Punkte, dann ich gebe dir mal 8 Meter, Moment. 1, 2, 3, 4, reicht das schon? Ja, doch, komm, ich gebe dir die 8 Meter, dann kommst du zumindest an Hasswolf ran. Du siehst, wie er neben Angroschminia noch Angroschminia geht weiter runter, wie ein Stein versinkt sie. Du weißt, dass Zwerge ja unter Wasser schwerer und schwerer werden und noch schneller unter Wasser gehen. Aber Aswolf kämpft und paddelt da zumindest noch mit seinem Holzbein, mit dem anderen Verbliebenen. Er ist ein erfahrener Schwimmer, auch wenn er gefesselt ist und versucht so ein bisschen Ruhe zu bewahren. Ja, Zulamin wirft Angroschminia einen verzweifelten Blick zu, versucht dann aber die Knoten von Hasswolf zu lösen. Fesseln und fesseln. Mhm. Ich hab keinen Schritt. Es ist zu glitschig, es ist zu kalt, du kämpfst immer noch mit der Kälte, du musst dich erst akklimatisieren. Ja, weil die anderen. Aber mir. Ich hätte meine Probe geschafft, wir hatten 11 Punkten. Mit 11 Punkten, genau. Ich weiß nicht, wie weit ich entfernt bin von dem nächsten Geweihten. So, du hast vor dir Nietzsche oder den Smoothie oder einen Matrosen. Dann würde ich wahrscheinlich Nietzsche retten, die ist wichtiger. Aha. Das entscheidet für dich selbst. Dann kannst du die 11 Meter zu Nietzsche schwimmen. Die kämpft auch ein bisschen ruhiger, ist auch eine erfahrene Seefrau, auch wenn sie halt keine Effortgeweihte ist, aber sie war halt lange Zeit mit dem Admiral der Seeadler von Beilung unterwegs. Und so kannst du dann neben ihr auftauchen, entfesseln. Fesseln ist wieder eine Probe. Ich probiere es zumindest. Oder du benutzt deine Waffen oder so etwas, aber die hast du ja auch weggesteckt. Wo ist denn Fesseln? Körperlich oder? Nee, Natur ist. Natur. Ja, das war nicht so gut, aber. Ja, gut. Sie hält sich zumindest über Wasser. Es ist alles kalt, alles klebt an dir. Du bist auch. Stimmt, das ist Zulamin ja auch, ne? Ihr seid. Kälteempfindlich, ja. Kälteempfindlich? Ich auch. Ach, Kinder. Aventurialer Länder, vereinigt euch! aber Abel mir doch. Ich habe keine Kälteempfindlichkeit. Genau, okay. Serpentilio und ich sind das, glaube ich, nur. Gut, alles klar. Boltax. Ja, ich habe Schwimmen 11. Ich habe ja insgesamt 4 ASP reingesteckt, um 8 zusätzlichen Talentwert zu erhalten. Damit hätte ich einen 17er Talentwert. Insgesamt habe ich also 11 über. Ich würde gerne versuchen, Angroschminia zu retten. Sofern sie in meiner Nähe ist. Ja, also du warst ungefähr hier und es waren ehemals 9 Meter zu Angroschminia, aber sie geht unter wie ein Stein. Du weißt, dass Zwerge schwerer werden. Das ist in Ordnung, ich bin ja auch ein Zwerg. Zwerge sind von Effort verflucht. Nee. Doch, dein Bruder genauso. Das ist nicht wahr. Und von Breios und von Rondra. Du schwimmst nach unten und fängst auch an zu tauchen. Das ist dir natürlich ein besonderes Gräuel, aber du hast natürlich den Pakt mit dem grauen Mann vom Ochsenwasser. Ja. Tauchst und schwimmst dir entgegen. Es kommt dir natürlich zugute, dass du genauso schnell schwerer wirst. Bist jetzt unter Wasser mit ihr, ungefähr 10 Meter bis zur Oberfläche. Aber du musst sie noch entfesseln können. Ja, ich sie kann selber nicht schwimmen. Ist nicht so tragisch. Ich habe meinen Dolch, ich zerschneide ihre Fesseln. Ein weiterer Zwerg, der dir genommen wird von Effort. Abwarten. Dann machen wir eine Dolchangriffsprobe. Plus 4. Ja, ich mache ganz normalen Angriff. Plus 4. Ja. Schauen wir mal, ob das was wird.
Ansonsten, wenn ich sie leicht verletze, ist es ja auch nicht schlimm. Das ist ein Liebesbeweis. Oh! Oh! Ein Liebesbeweis. Ja, dann mach mal Schaden mit deinem Titanium durch. Ja, komm. Es sind nur 7 Schaden. Nee, es sind 8 Schaden. Aber also, die kriegt sie. Sie kriegt die 8 Schaden, die Fesseln werden durchgeschnitten. Du wirst wohl bemerken, wie ihre Hände dann auch anfangen zu zittern, aber sie schaut dich irgendwie dankbar an und klammert sich um deinen Hals. Sie ist tonnenschwer. Das ist in Ordnung. Kriegt jetzt erstmal einen Wasseratem verpasst und ich auch. Aber du singst trotzdem weiter und weiter auf den Grund des Meeres. Und er ist endlos tief. Ach, das ist in Ordnung. Okay, dann nach Boltax machen wir weiter mit Diamantis. Ja, ich halte mich erst einmal mit den Beinen schwimmend und trampelnd so weit nach oben, bis meine goldene Balestrina im festen Halt in ihrem Holster gefunden hat. Setze dann mit an, mit Armbewegungen, um dem Nächsten, der nach unten sinkt, auszuhelfen. Da würde ich gar nicht nach Wichtigkeit schauen, sondern einfach, wer am nächsten an mir dran ist. Das ist ein Matrose, den du bisher noch nie kennengelernt hast. Wobei, im Prinzip kannst du es dir aussuchen. Du hast 8 Meter, 9 Meter zu dem Matrosen und 9 Meter zu dem Smoothie. Der Smoothie war dir zumindest sympathisch. Ja, war er. Und die Matrosen wollen wir sowieso austauschen. Also ab zum Smoothie. Okay, dann der Smoothie, warum auch immer der jetzt hier unten gefangen war. Kannst du zu ihm hinschwimmen? Machen wir eine Schwimmprobe? Ja, problemlos. Kein Problem. Und wenn du an ihn herankommst, kannst du sehen, dass er sich tatsächlich schon entfesselt hat.